Nachdem wir die tragenden Innenwände konstruiert haben, können wir uns jetzt an die Stützen machen. Das Tragwerk ist ja teilweise auch über Stützen. Hier haben wir eine und im Obergeschoss haben wir auch welche, im Dachgeschoss haben wir auch noch welche, um das Dach aufzunehmen. Und das wollen wir jetzt hier mal modellieren. Und wie gehen wir da vor? Im Prinzip ist das auch eine ähnliche Vorgehensweise. Wir finden hier unter Architekturstützen, wobei hier unterschieden wird zwischen Tragwerkstütze, nicht tragende Stütze. Wenn wir auf Ingenieurbau gehen, dann gibt es halt nur die Stütze, das ist in dem Fall automatisch tragend. Und wenn Sie den Befehl aktivieren, gehe jetzt hier auf den Befehl Stütze, dann sehe ich erstmal hier unter Eigenschaften, kann ich jetzt mir jetzt hier verschiedene auswählen, also die jetzt bereits als Stützen, als Bauteil in unserer Vorlage oder unserem Projekt geladen sind. Sollte mir das nicht ausreichen, dann kann ich jetzt hier auf Familie laden gehen und mir eine Stütze zum Beispiel reinladen. Ich zeige das mal kurz exemplarisch, ich gehe jetzt hier auf Familie laden, dann komme ich hier in den Ordner, der jetzt voreingestellt ist, wo die Familien alle abgelegt sind. Ja, und jetzt muss ich ja schauen, Tragwerkstütze, Ingenieurbau, unter welchen Kategorie das jetzt hier abgelegt ist. Hier Ingenieurbaustütze. Und das kann ich ja auswählen, bleiben wir bei Beton. Und die sind eh schon alle eingeladen. Ja, aber hier kann ich im Prinzip jetzt noch andere Stützen auswählen. Ja, oder wenn wir zum Beispiel hier auf Holz gehen, hätten wir hier noch Holzstützen. Wie gesagt, brauchen wir in dem Fall, gehen wir auf Abbrechen, in dem Fall brauchen wir das nicht weiter uns anschauen, weil die passende Stütze ist bereits schon im Projekt drin. Was Sie natürlich auch machen können, ähnlich wie bei Wänden, Sie können auf Typ bearbeiten gehen und auch den Typ nochmal anpassen. Ja, also hier können Sie nicht so viel einstellen, bis auf die Dimension der Stütze, als wenn zum Beispiel ich jetzt keine 25er Stütze brauche, sondern eine 30er oder so, dann könnte ich das Ganze duplizieren, umbenennen und hier die Dimensionen ändern. Die können aber nicht wie bei Wänden jetzt hier irgendwie mehrere Schichten oder so eingeben. Das müssen Sie, wenn Sie sowas brauchen, müssen Sie das quasi außerhalb des Projektes machen, beziehungsweise Sie müssen sich ein eigenes Bauteil definieren. Aber das führt jetzt hier zu weit. Wir wollen ja im Prinzip mit den Bauteilen in diesem Kurs arbeiten, die uns gegeben sind. Wir wollen sie maximal anpassen über die Parameter. Und deswegen reichen sich die Sache hier, indem wir sagen, okay, wir die Maße bestimmen und mehr wollen wir jetzt ja auch nicht ändern. Gehen also auf OK. Jetzt können wir noch auswählen, wie die Stütze positioniert sein soll, vertikal oder geneigt. In dem Fall natürlich vertikal. Und man kann sie auch am Raster ausrichten, wobei ich das dann im Obergeschoss zeigen werde. Das macht ja wenig Sinn. Und wenn das ist zum Beispiel interessant, wenn Sie schon bereits sogenannte nicht tragende Stützen haben, ja, also zunächst erstmal vom Architekten als nicht tragend vorgesehen sind und daraus können Sie dann nicht tra also tragende Stützen machen. Und wenn Sie das noch mit aktivieren, mit Platzierung beschriften, dann wird die Stütze quasi platziert und gleichzeitig beschriftet. Ja, aber mache ich eher ungern. Ich will es meistens dann später im Nachgang beschriften. Ja, nach Platzierung drehen, dann das können Sie aktivieren, dann können Sie im Prinzip die Stütze noch eindrehen. Ist in dem Fall egal, weil die ja sowieso symmetrisch ist. Also das ist in dem Fall wurscht. Können wir ausschalten. Die Höhe ganz wichtig. Ja, das muss einstellen. Von wo bis wo soll sie gehen? Sie soll im Prinzip gehen. In unserem Fall bis Kellergeschoss, Unterkante, Rohdecke. Jetzt meckert er hier rum. Abhängigkeit eben ist ungültig. Schauen wir mal, woran es liegt. Die geht hier los. Entschuldigung, wir sind jetzt hier im Erdgeschoss. Also kann natürlich nicht, die kann natürlich nicht nach unten gehen. Ja, also die geht bis Erdgeschoss, Unterkante, Rohdecke. Ja. Und die ist automatisch auf der Ebene, wo sie jetzt platziert wird, ja, auf der aktuellen Arbeitsebene. Also die ist jetzt quasi, die Unterkante ist automatisch quasi auf der Erdgeschoss, Oberkante, Rohdecke. Ja. So, und Raumbegrenzung kann man ausschalten. Das kann man auch aktivieren, wenn die Stütze im Prinzip in der Raumbegrenzung sein soll. Macht im Dachgeschoss eventuell Sinn. Hier jetzt weniger. Das haben wir ausgeschaltet. Ich kann hier nochmal das ganze Sache durchgehen. Die meisten, ein paar, wie gesagt, hier haben wir die wichtigsten Sachen. Hier sind nochmal das Ganze zusammengefasst. Wir finden noch ein paar andere Sachen hier, wie zum Beispiel Berechnungsmodell. Wenn Sie das Ganze dann in statischen Analysen verwenden wollen, dann können Sie das aktivieren und dann wird das quasi dann auch als statisches Modell mitgespeichert. Und das ist dann interessant, wenn das Ganze als Betonbauteil definiert ist, dass Sie auch eine Bewährungsüberdeckung quasi einstellen können. Ja, und hier sehen Sie auch das Volumen, was ist das, auch das können Sie eh nicht einstellen, das ergibt sich dann. Ja,
Machen wir los und tun die einfach platzieren. Wir sehen, der Auswahl, der Einfügepunkt ist automatisch in der Mitte. Das heißt, wir tun einfach jetzt wieder den Schnittpunkt einfangen zwischen unseren beiden Achsen und er rastet jetzt hier ein. Das Bergmaß, wenn man so drüber fährt, rastet das mehr oder weniger ein. Jetzt kann ich die Stütze hier platzieren und die ist im Prinzip genau mittig hier drin. Das muss ich bloß nochmal gucken. Die kommt mir jetzt ein bisschen klein vor, doch 25 mal 25. Weil die so groß sind hier, habe ich. Schauen wir nochmal ganz kurz nachmessen. Doch, doch, okay. Lassen wir es so. 25 Stütze Beton sollte reichen. Ja, schauen wir das Ganze jetzt nochmal im Obergeschoss an. Da haben wir auch noch ein paar Stützen. Also gehen wir hier rein. Obergeschoss. Und hier macht es vielleicht Sinn, das Ganze über das Raster zu machen. Das tue ich, machen wir quasi vier Stützen. Hier 1, 2, 3, 4. Und gehe also wieder auf Stütze und wähle jetzt wieder denselben Typ aus. Das hast du sowieso gemerkt. Vertikal. Dann Platzierung brauchen wir in dem Fall nicht. Die Höhe wäre jetzt DG Unterkante Rohdecke. OG Unterkante Rohdecke. OG Unterkante Rohdecke hier. Bis dahin soll es gehen. Aha, habe ich wieder irgendwas hier übersehen? Ich bin jetzt hier im OG Rohdecke. Das passt. Und das geht bis, habe ich das falsch benannt? Das ist jetzt OG. OG Unterkante Rohdecke. Hier ist es. Bin ich mich verklickt. OG Unterkante Rohdecke. Okay. So. Raumbegrenzung. Ja, ach so, Raumbegrenzung macht hier Sinn. Ja, wenn wir jetzt die Wände im Prinzip nicht rumführen wollen, hier können wir Raumbegrenzung aktivieren. Weil wir die Wände quasi bis zur Stütze nur ranführen, aber nicht drumherum. Also die Stütze macht ist gleichzeitig auch eine Raumtrennung mit den Wänden natürlich gemeinsam. Ansonsten macht das, reicht das nicht aus als Raumgrenze. Dann vertikal, da hatte ich gesagt, ich wollte es am Raster ausrichten in dem Fall. Und wenn Sie das machen wollen, dann muss ich quasi jetzt die einzelnen Rasterlinien aktivieren, die quasi wo eine Stütze quasi dranhängt. Ja, und es ist nämlich die Rasterlinie C. Und jetzt aufpassen, wenn Sie jetzt mehrere aktivieren wollen, müssen Sie die Steuerungstaste gedrückt halten. Sehen Sie hier so ein Plus-Symbol am Cursor und du jetzt noch die Achse B aktivieren und noch die Achsen 2 und 3. Und an den Schnittpunkten dieser Achsen werden jeweils die Stützen platziert. Man sieht es so leicht auch an der Vorschau. Und wenn ich damit fertig bin, gehe ich auf Fertigstellen. Oder ich kann es auch abbrechen, wenn ich dir die Sache dann anders überlegt habe. Ja, gehe auf Fertigstellen. Und jetzt sind quasi hier die Stützen platziert. Ja, achten Sie darauf, wenn Sie das darüber machen, dass Sie mit der Steuerungstaste mehrere Achsen aktivieren müssen. Ja, wenn Sie die Steuerungstaste nicht gedrückt halten, dann wird immer nur die eine Achse aktiviert, die Sie gerade angeklickt haben. Und wenn Sie zunächst die Achse C anklicken, und dann auf die ohne Steuerungstaste auf die Achse B klicken, dann wird die C wieder deaktiviert und die Achse B aktiviert, ja, weil sie in der Regel, wenn ohne Steuerungstaste immer nur ein Element aktivieren können. Ja, und wie gesagt, an den Schnittpunkten der Achsen C, B, also und den Achsen 2 und 3 werden dann die Stützen positioniert. Das macht bei vier Stützen, macht diese Methode jetzt weniger Sinn, aber stellen Sie sich vor, Sie haben eine riesen Halle mit einem Haufen Stützen oder so, dann können Sie auf die Art und Weise sehr schnell die Stützen platzieren. Ja, jetzt sind wir fertig, kann den Befehl abbrechen und jetzt schauen wir uns mal in 3D die Tragkonstruktion an. Die sieht jetzt hier so aus. Und da sieht man eben schön, wie die hier übereinander stehen. Und jetzt kann ich das gleich nochmal mit dem mir im Kellergeschoss angucken. Und da hatte ich ja vorhin, war ich da ein bisschen irritiert, wie das jetzt aussieht. Und ich sehe bloß gerade, dass hier stimmt irgendwas nie, weil die Stütze geht mir hier, die steht direkt auf der tragenden Wand auf. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ja, das sollte eigentlich so sein wie hier. Da geht die tragende Wand zu tief, weil die Decke ist ja noch dazwischen. Mal gucken, was hier eingestellt ist. Bis Ebene OG Oberkante Rohdecke. Das ist falsch. Also werde ich es nochmal korrigieren. Klick hier. Zeige auf die Wand, gehe die Tabulator-Taste drauf, wir haben quasi die gesamte Wandzug aktiviert und gehe dann hier nochmal rein und sage hier, das ist das Erdgeschoss, also EG Unterkante Rohdecke.
So, jetzt haut es wieder hin. Ja, weil, wie gesagt, da kommt dann noch eine Geschossdecke dazwischen. So, jetzt haben wir das. Und jetzt schaue ich mir das Ganze hier. Habe ich, glaube ich, dasselbe Problem hier unten, wenn ich jetzt mal so richtig hingucke. Ich mache mal die Außenwände aus. Wie kann man die Außenwände relativ schnell ausschalten? Am besten, indem wir hier den Schnittkörper aktivieren. Und jetzt kann ich den schalte ich einfach hier ein über die Eigenschaft. Also dürfen nichts aktivieren in Ihrer Ansicht. Und wenn Sie nichts aktiviert haben, dann sehen Sie die Eigenschaften der Ansicht selber. Und jetzt kann ich quasi den 3D-Schnittbereich hier, scheiße, so Schnitt, ja, 3D-Schnittbereich einschalten. Und jetzt kann ich hier das einfach so reinschieben und schneide jetzt einfach die Außenwände weg. Ja, und jetzt sehe ich im Prinzip, dass ich dasselbe Problem habe, dass hier diese Wände oder die Wände hier unten zu hoch gehen. Die müssen gehen bis EG Unterkante Rohdecke. Was habe ich da für ein? Ne, KG Unterkante Rohdecke. Das hier oben ist es. Ja, und hier auch. KG Unterkante Rohdecke. So, und hier haben wir auch noch. Achso, genau. Und diese Wand hier, da wollte ich halt schauen, die sollte auch unter die Stütze geführt werden. Wobei die Stütze auch auf der Wand aufsteht. Die steht quasi auf der Wand auf. Die hier auch. Und also muss auch noch korrigieren. Und dann sollte das eigentlich passen. So, und das können wir jetzt hier nochmal schnell gucken. Im Erdgeschoss, Kellergeschoss, Grundriss war die Frage hier mit dieser Wand. Und die sollte man eigentlich schon noch bis hier vorführen. Ja. Das heißt, wenn jetzt die Stütze ist ja quasi hier an B 3, ja, also hier sollte man dann schon die Wand noch durchführen. Also wenn man dann quasi, wenn die Innenwand noch hier kommt, dass wir hier quasi einen Auflager haben. Das heißt, ich werde jetzt diese Wand hier noch ein Stück rausziehen. So, bis hierher. Ja, dass wir da hier keine Lücken reinkriegen. Ich hätte es beinahe vergessen, was noch fehlt, sind ja eigentlich noch im Dachgeschoss unsere Stützen für die Dachkonstruktion. Ja, die können wir bei der Gelegenheit gleich, eigentlich auch gleich auch noch mit positionieren. Und das mache ich auch gleich. Gehe also jetzt hier auf mein Obergeschoss, wähle hier die Stützen aus, die Betonstützen. Und das kann ich relativ einfach machen, indem ich einfach hier erstmal kreuze, erstmal alles auswähle. Dann gehe ich auf meinen Filter. Also ich habe quasi jetzt einfach mal hier ein Auswahlrechteck drüber gezogen, wie im AutoCAD. Und jetzt sind quasi alle eingeschlossenen und geschnittenen Bauteile drin. Und gehe jetzt hier auf den Filter und schalte die Wände aus. Jetzt habe ich quasi nur vier Tragwerkstützen in meiner Auswahl. Habe quasi jetzt die Wände aus meiner Auswahl rausgenommen. Gehe jetzt auf Kopieren und füge das wieder, ähnliches, wo ich mit den Wänden schon gemacht habe, an ausgewählter Ebene ausgerichtet ein. Und das ist dann die Ebene DG Oberkante Rohdecke. DG Oberkante Rohdecke. Okay. Schauen wir uns das mal an, ob es geklappt hat. Ja, genau, hier sind sie jetzt. Die haben natürlich jetzt von der Höhe her haut es nicht ganz hin. Aber das können wir jetzt noch korrigieren. Obwohl es aber der Schnittkörper ist einfach zu klein. Immer ein bisschen größer. Wir können den Schnittkörper wieder ausschalten. Ne, lassen wir ja, doch machen aus, den Schnittkörper. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Also hier Schnittkörper ausschalten. Und jetzt wählen wir die Stützen aus. Haben wir quasi jetzt vier Stützen, das sehen wir auch hier unten, wie viel wir gerade ausgewählt haben. Und können jetzt hier noch den Typ ändern. Das sind natürlich jetzt keine Betonstützen, sondern Holzstützen. Haben wir da was hier drin? Das sind DB-Stützen rund. Also Holz haben wir hier eigentlich nichts. Da können wir bei der Gelegenheit mal hier reingehen in den Typ bearbeiten und auf Laden gehen. Dann gehen wir hier auf Ingenieurbaustütze, Holz. Holzstütze rechteckig, nehmen wir eine stinknormale Holzstütze und das nehmen wir dafür Maße, machen es wieder quadratisch 12, nehmen wir das hier 14 mal 14 und gehen auf OK. Jetzt haben wir quasi die Stützen ausgetauscht, ja, haben den Typ geändert, haben da also Holz draus gemacht. Was die Höhe angeht, das können wir vielleicht auch noch
gleich noch mit einstellen. Dazu gehe ich immer in die Schnittdarstellung und gucke mir das hier mal an. Das wird dann sowieso automatisch bis zum Dachstuhl geführt. Man könnte jetzt Folgendes machen. Ich sehe, ich habe gar keine Ebene vorgesehen, dass man sagt, okay, man legt da nochmal eine Ebene rein. Und das werden wir auch machen. Gehen wir auf Architektur, wählen hier Referenzebene aus. Und nee, Quatsch, Entschuldigung, das habe ich jetzt vielleicht keine Referenzebene, sondern hier eine Ebene. Referenzebene sind wir für was anderes da, das brauchen wir später. Also hier Ebene, also so eine Ebene hier. Und jetzt können wir noch entscheiden, was jetzt eine Ebene sein soll, mit einer Draufsicht dazu. Aber man sagt, nee, das ist nur eine stinknormale horizontale Ebene, ohne dass eine Draufsicht dazu erzeugt wird. Und die füge ich jetzt hier mal so ein. So. Die muss ich noch von der Höhe her justieren. Und jetzt könnte ich mir sagen, naja, ich will meinetwegen, ich gucke mir jetzt hier auf Bemaßen und mache eine Maßkette von hier nach hier. Und das sehe ich das quasi in Höhe von 1,39 Meter. Ja. Und warum habe ich das gemacht? Man könnte jetzt das Dach so planen, das würde ich zum Beispiel, wenn ich das Haus selber bauen würde, dass ich hier meinetwegen noch das Dach so plane, damit ich hier noch eine lichte Höhe von mindestens 2 Meter bekomme, weil das gibt mir die Möglichkeit, eventuell das Dach später noch auszubauen. Ja, wenn ich das so lasse, wie es jetzt ist, kann man das nie mal als Wohnraum nutzen oder ausbauen. Das sollte man sich halt überlegen. Ich werde es noch jetzt entsprechend hier noch abändern. Also hier nehmen wir jetzt noch eine Höhe nach Baurichtmaß, also 1,37,5 Meter. So, und das ist quasi hier meine Höhe. Jetzt muss ich noch die Ebene entsprechend benennen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Die heißt natürlich jetzt 02 DG. Das ist die Unterkante. Die Frage ist, wie nennen wir es jetzt? Nicht Fußboden, sondern Unterkante Dachkonstruktion. Ich nenne es mal DK. Eigener Findung von mir, Unterkante Dachkonstruktion oder ja, wenn mir vielleicht noch was Besseres einfällt, kann ich das noch ändern. Ja, Sie sehen das absolute Maß ausgehend von 0 und da ich jetzt, ich wollte allerdings von hier aus machen, also hier von meiner Rohdecke aus, deswegen habe ich das hier mal nach hier hin bemaßt, damit ich hier auf mein Baurichtmaß komme. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt das Haus neu bauen würde und das Ganze meinetwegen jetzt planen würde, jetzt nicht keine Vorgabe hätte, dann würde ich hier eigentlich das Ganze auf mindestens 2 Meter setzen, wenn nicht sogar 2,125 Meter oder so, um mir halt einfach noch die Möglichkeit offen zu halten, später das Dach nochmal auszubauen. Aber okay, übernehmen die Vorgabe und lassen das so. Jetzt können wir noch die Stützen entsprechend an der Höhe an dieser Ebene ausrichten. Wähle die Stützen aus, jetzt hier im 3D, gehe auf die Eigenschaften und wähle jetzt hier oben als oberste Ebene DG Unterkante. Dachkonstruktion, das haut doch nicht ganz hin. DG, Unterkante, Dachkonstruktion, okay. Ach so, hier ist noch ein Versatz. Sehen Sie das? Hier ist noch ein Versatz drin, den nehmen wir noch raus. 0. Und dann sollte das passen. Perspektive eingestellt. Naja, so sieht es jetzt aus. Und wenn wir jetzt hier nochmal reinschauen, na, ich wollte jetzt hier in den Schnitt reingehen, wo ist er hier? Passt jetzt auch. So, so viel zu den Stützen.